Und weiter geht's mit... Mit dabei Paluten, Hand of Blood, Rezo, Gronkh und Kelly aka Mrs. Vlog. Viel Spaß bei der heutigen Folge Das Sims 4 Dschungelcamp. Ach, sowas von. Das ist der Anime-Baum. Ja. Yo, Leute, willkommen zurück zu Die Sims 4, das Dschungelcamp. Wir haben den Anime-Baum gefunden. Ich wusste schon immer, dass wir in Wirklichkeit in einem Anime gefangen sind und das ist gar nicht Sims. Hier episches Intro vorstellen. Herzlich willkommen zurück. Heute ist die letzte Folge, in der alle fünf zusammen noch einen ganzen Tag verbringen. Also, die Finale. Folge ist nächste Woche am Freitag und auch am Samstag. Das ist ein bisschen was mehr. Zweiteiler. Ein ordentliches Anime-Finale ist ein Zweiteiler. Richtig, und in der ersten Folge schreien sie alle und bei der zweiten auch. Jedenfalls war das bei Dragon Ball immer so. Naja, jedenfalls ist das. Guck mal, da sind auch zwei Dragon Balls. Hi Kelly! Paluten geht einfach vorbei. Ja, der Paluten ist jetzt auf Rezo. Gestern haben die ja zusammen auch die Nacht verbracht. Auf wow, das war ein übelst krasser Körper. Also die ist hochgesprungen. Nackt? Hat die Arme auseinandergeschlackert und dann... Da sind bestimmt auch andere Dinge geschlackert. Oh, naja, jedenfalls. Die Lippen. Da, ja, die. Völlig klar. Und das Oberschenkelfett. Jedenfalls... Nächste Woche, Grande de Finale. Jeden Tag gibt es irgendwelche Herausforderungen. Und es könnte sein, dass auch ein, zwei Sims dabei auf der Strecke bleiben. Oder abbrennen. Oder vielleicht stirbt Paluten. Gibt es die Herausforderung auch schon am Montag? Weil am Montag fliegt ja einer der fünf. Einer der Überlebenden fliegt raus. Ja. Also Paluten könnte jetzt durchaus. Ja, okay. Die nackte Kelly. Warum muss ich das wieder machen? Edgar tritt durch. Was ist denn das hier? Scheiße! Ich brenne! Ah, Hilfe! Ich sollte mich auf den Boden wälzen oder in den Pool springen, aber... Der brennt halt super lang. Ja, das war halt mega lang. Ich meine, also das sind schon jetzt Verbrennungen 13. Grades oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Das ist so YouTube-Diss-Track-Verbrennung. Diese Woche, wo wir schon die Tiere sehen, stand unter dem Motto einfach tierisch. Und wir hatten jede Menge... Gronkh spielt in der Asche. Und Anime, oh mein Gott, der Anime-Musik spielt so. Oh, ist Gronkh der Bösewicht, der in der Asche der Toten spielt? Also ich der weiß es nicht. Müll. Also nach dem, was er alles erlebt. Henno so? Waschbär. Jedenfalls. Waschbär? Wir hatten im Dschungelcamp für zumindest eine kurze Zeit sehr viele Katzen, die sehr waschbärähnlich aussahen, aber es waren alles Katzen, niedliche, süße, kleine Kätzchen, ganz viele. Dann sind die über magische Weise verschwunden über Nacht und dann... Ich hab die gefangen und weggebracht. Daran kannst du dich erinnern? Ja, aber die Nacht war ein bisschen... Also ab einem gewissen Punkt weiß ich nicht mehr, was passiert ist. Jedenfalls. Ich habe geschlafen, aber ich sah nicht so aus. Ja, jedenfalls werden wir die wahrscheinlich noch jetzt übers Wochenende ausquartieren müssen, weil uns hat die Peter angerufen und die Frau Peter fand das nicht so gut. Die wollte, dass die Katzen wieder zurück in ihren Vorgarten kommen. Ja. Ich weiß aber auch nicht, wie Edgar, die da ausgebüxt sind. Edgar muss bleiben. Edgar bleibt. Wenn Paluten bleibt. Edgar bleibt, ja. Edgar. Oh, guck mal, also, Edgar. Mit Hashtag Edgar. Mit Hashtag Edgar seid ihr tatsächlich im Schlaf. Oh, nee, aber mit Hashtag Edgar in den Kommentaren seid ihr natürlich nicht nur für Paluten, sondern auch für Edgar. Was denn? Gronkh ist wie ein fliegender Vogel einfach aufgetaucht und einfach so flopp und das war... Oh, meine Tochter ist ja schon wieder nackt. Ist ja nicht so ein schöner Anblick. Die Katze, die ist auch ein bisschen... Da denkt sie auch so, Gronkh, Hilfe, Oh, die haben Küsschen links, Küsschen rechts gemacht. Ist das süß. Oh, eine dramatische Geschichte erzählen. Ey, weißt du noch damals, dass ich fast abgebrannt bin?
Nee, erzählt ihm was von einem Bären. Ach so. Oh, ich habe so einen Bären im Gebüsch gesehen und da habe ich dem im Basketball geschlagen. Kann sein, dass ich das auch nur geträumt habe, aber ganz ehrlich, da kam ein Frosch dann, der hat sich voll über mich lustig gemacht und immer erster Kommentare geschrieben. Und dann kam LeFloid angeschwebt in seiner Fledermausform und dann hat er den Frosch gefressen. Ich glaube, du spinnst. Ja, eigentlich, also das war... Doch, du spinnst. Du spinnst schon so ein bisschen hart, Bro. Kannst du mal duschen? Immer guck dich mal an, wie du aussiehst. Geht ja voll nicht. Kelly ist nackt. Kelly ist nackt, die Kid. Das unterschreibe ich so. Stell dich mal unter Regen. Lecker Müll. Also ich guck mal, wie sauber ich bin. Ja, ich weiß, dass ich dreckig bin. Alter, ihr zwei. Könnt ihr nicht irgendwelche schönen Dinge miteinander machen? Was war das? Paso, oder? Paso? Paso? Paso für Paso. Paluden und Sonorizo? Paso. Gibt es irgendwelche romantischen Dinge, die sie miteinander machen können? Oh wie, ja! Wie flirten? Ein bisschen flirten geht immer klar. Kelly ist ja wirklich nackt. Du bist doch schon gar nicht mehr da hinten. Also, Brüste hat die aber schon. Naja, ich mach da mal ein Foto von. Zur Sicherheit. Also das können wir, glaube ich, sogar machen. Foto mal. Ja. Ah ja, ich mach mal ein Selfie. Deswegen hat er sich auch nach unten gebeugt. Selfie. Boah, ich glaube, das hat Paluden gerade gemacht. Ist so. Das kann sein. Oh Mann, ey, jetzt. Ja, Rezo, du bist genau in der richtigen Position. Rezo geht natürlich näher ran. Zack, zack, zack. Foto mal. Ich habe ihm übrigens zur Strafe, weil sie so kacke waren, den Kühlschrank weggenommen und die Theke. Die Theken, die vier Stück. Ja. Die habe ich jetzt auch gerade mitgekriegt. Deshalb war das Umzugsunternehmen da. Nimm einen Stein in den Fokus. Oder so. Oh, eine Katze. Wie süß. Ja. Ich sehe zwei Muschis auf dem Bild. Jedenfalls. War das halt, also das war vor zwei Wochen war es noch richtig krass. Da waren ja irgendwie alle nackt. Das werden wir wahrscheinlich zum Finale wieder erleben. Ich habe das Gefühl, da werden so einige Dinge auf uns zukommen, die dafür sorgen, dass solche Sachen passieren können. Aber ja, wo hingegen wir eine Woche des Mülls hatten, eine Woche des Aufräumens, eine Woche der Nacktheit, war das eben die tierische Woche und Paluten hat mal wieder gebrannt. Das ist auch so ein Ding. Hey, du bist nackt, hast du es gemerkt? Zieh dir mal was an. Das ist halt so vorwurfsvoll. Du hast ein tolles Lächeln. Zieh dir mal was an. Übrigens, ich kann ja nicht vorhersagen, was passiert. Aber es könnte ja sein, dass, also zu einem gewissen Teil, entweder Paluten, Rezo oder Kelly das Camp verlassen müssen. Oder Gronkh geht einfach freiwillig. Ja, aber das entscheiden ja nicht wir oder die Bewohner, sondern ihr. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu der Google-Umfrage. Dort könnt ihr für euren Liebling voten. Für euren Liebling, der dabei bleiben soll. Und zwar bis Sonntag. Sonntag. Also Sonntagabend. Ganz genau. Wir könnten... Gronkh läuft nicht in seinen Sachen rum. Wollt's nur mal gepetzt haben. Der wird sich einfach auch denken, ich hab Kelly die da hinten hingelegt. Kelly. Ich glaube, er hat einfach nur seine Weste ausgezogen. Sieht zumindest so aus. Das kann gut sein. Gronkh, ich weiß, es ist warm, zieh dich bitte trotzdem an. Siehst du, der hatte nur die Weste, hatte das war... Falsche Schuhe. Aber was ich noch sagen wollte, es kann ja sein, dass eine der drei, um die es jetzt insbesondere geht, gehen muss. Und ich möchte, dass egal, also wenn einer von den dreien gehen muss, möchte ich, dass die anderen beiden, die noch da sind, versuchen, jemanden zu küssen. Oh, eine Kiss-Kiss-Challenge. Ich weiß nicht, ob es Kiss-Kiss-Challenge ist. Es ist eher so, oh mein Gott, jetzt ist eh alles zu spät, ab geht's. Das könnte natürlich passieren. Wir können sie ja mal wieder auf den Love-Felsen schicken. Das wäre schön. Oh, Hanno kommt endlich mal wieder rum, um zu putzen. Er möchte wieder ganz dringend aufwischen. Und ich möchte noch mal dran erinnern, nur verrückte Sims versuchen, in der freien Natur den Boden aufzuwischen. Oh nein, die tolle... Alter, das ist die versiffteste Ecke. Da brauchst du auch nicht wischen, Hanno. Da kannst du gleich wieder anfangen. Da kannst du eigentlich eine Hecke drumherum ziehen und es vergessen. Richtig. Oh Gott, da ist wieder alles mögliche an Zeug. Ich glaube, die Klorolle hat auch noch nie jemand benutzt und sowas. Nö, wir sind ja im Wald. Da nimmt man die Brennnesselblätter. Alle starren auf Kelly. Kelly, könntest du Kelly, eventuell... Kelly, zieh was an!
Kelly, zieh was an. Hier wenigstens sowas. Ja. Da, guck. Was? Naja, sie hat ja ihre Klamotten anscheinend irgendwo verloren, also kriegt jetzt ein Handtuch. Okay. Besser als gar nichts. Das stimmt. Dann kann sie auch mal aufräumen gehen. Es ist furchtbar. Naja, jedenfalls, Paluten und Rizzo hatten ein sehr schönes Date, ja, im Wellness-Center. Die sind auch bis in die späte Nacht dort geblieben. Franz hat die Füße massiert und keine die ganze Ahnung, Nacht über. Also ich andere hab, Dinge. Ich hab die Füße die Nacht durch massiert. Als beide geschlafen haben, hatte ich links Füße, und rechts. Füße links und rechts und einen im Mund. Ja, denn die beiden haben die Dschungelprüfung gerockt. Nein. Paluten. Ja, Paluten. Aber Rizzo saß hat, auf einer Bank Rizzo und ist nicht gestorben. Rizzo hat sich das angetan. Ich würde schon behaupten, dass er damit die Prüfung gerockt hätte. Naja, geht so. Ist da hinten los? Ach, Gronkh hat im Busch gekackt, während Hanno die Toilette repariert. Oh, das riecht aber gut. Das war Kelly. Kelly, guck mal. Guck dir mal den Haufen an, den ich gemacht habe. Der sieht aus wie die Königin von England. Ei. Da hast du mir gerade schon ein Handyfoto von geschickt. Das fand ich übrigens voll nicht, dass es aussah wie Afrika. Oh, du hast recht, das war Indien. Siehste, wir verstehen uns so gut. Ich spüre deine Gedanken, alter Sportsfreund. Witzig. Jetzt hätte ich gern einen Spiegel. Ich hab mal einen gebaut, aber der ist verschwunden. Der hat Geld gebracht. Ja, aber wirklich. Ich hätte aber Tito auf ein Törtchen. Nicht, dass du das falsch verstehst. Ich will dich nicht ins Bett kriegen, nur alle anderen. Aber die wollen dich jetzt ja gar nicht mehr, von daher dein Problem. Sag mal du, ne, als Tochter so, ne? Wie wär's denn mit dem hier? Geht mal weg, danke, tschüss und weitermachen, aufwischen. Na, ich bleib einfach hier in Kelly stehen, das ist angenehm. Ja, ne, ist warm. Kelly. Ist warm, gemütlich. Hand in Kelly. Aha. Ah ja, okay. Ja, gut, da geht die Süße. Kannst du, komm, du kannst doch, konnte man nicht, man konnte irgendwie Leute anstiften, Dinge zu tun. Geht das nicht irgendwie? Können wir das nicht irgendwie machen? War das irgendwie, schelmisch, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung, man konnte so viele tolle Sachen machen. Aber das funktioniert schon mal nicht. Das stand auf jeden Fall zum Springen. Zum Springen anstacheln, bla bla bla, romantisch, nein, gemein auch nicht. Also bei Unfug war es tatsächlich auch zum nicht, Springen anstacheln. Zum Springen anstacheln, lustig auch nicht. Wir bitten nach anderen Sim-Fragen. Wir können ja mal nach der Kelly fragen. Ja, hier, du bist auch gerade geil. Wie findest du meine Tochter? Ja, Daumen nach oben, die ist schon cool. Was willst du, alter Mann? Eieieiei. Ich glaube, das ging irgendwie, wenn man in der Gruppe war oder so, dann konnte man sich da gegenseitig anstacheln. Hast du nicht gesehen? Bin mir aber jetzt auch gerade nicht mehr sicher, weil viele Interaktionen fehlen so teilweise. Aber Hanno ist gerade kokett, der könnte ja mal wirklich sein Glück versuchen. Klar, ich meine, Kelly. Boah, was sind das für eine Suffranzbude? Kinder, ihr könnt euch mal, geht doch einfach mal hier zum Lagerfeuer, guck mal hier anzünden. Kelly kann auch mal, wer zuerst anzündet, mal zuerst oder verbrennt zuerst. Weißt du, was Gronkh machen kann? Der kann wieder zur Werkbank. Es könnte das letzte Mal sein, dass er im Dschungelcamp da tatsächlich was werkelt. Ja, vor allen Dingen, was könnte der mal machen? Mal mehr Möbel, Spiegel, Gartenpflanzkiste, Barhocker, das hatten wir schon, eine Skulptur. Oh, eine Drachenshäschen! Na gut. Häschen. Oh Gott, hier stinkt's nach Paluten, nach angesenktem Paluten. Oh Gott, Paluten! Der kommt auch da rüber. Was will denn der da? Oh, sie flirtet ihn an. Oh, ich dachte, Paluten hat ihr Essen gebracht. Ui. Und das funktioniert auch noch. Aber auch nur so sehen. Ja, es ist halt blöd, wenn das selbst ist. Und dann auch noch wie Edgar quasi, wie so ein kleines Schweinchen. Was war das bitte für eine Interaktion jetzt gerade? Was? Ich habe nur was angeklickt. Fair? Was? Ich hab was? Was hast du da angeklickt? Verrückten Plan vorschlagen. Oh Gott, ich habe was ganz anderes gelesen. Was? Ich habe irgendwas mit F gelesen. Also du könntest mir helfen, Rizzo und Palle eifersüchtig zu machen, indem du mir auf die Brüste guckst oder dran fasst. Nee. Aber das ist voll der bombensichere, diebische Plan. Ich finde das witzig. Und nicht gut für die Quoten oder so? Nee. Oh.
Aber sie quatschen jetzt miteinander, das ist schon mal etwas. Also du bist Hand auf was? Hand auf Blatt oder Blott? Also, weißt du, also spielst du Videospiele auf YouTube, ne? Boah, ich mag die jetzt schon nicht mehr. Setz mich um. Also ich bin Kelly Mrs. Vlog und ich mache Vlogs, also so, naja, witzige Vlog-Sachen, geskriptete Brüste. Sachen. Brüste, du hast Brüste. Ah, deswegen bist du erfolgreich, weil du Brüste hast auf YouTube. Ja, ja, ich bin so ein Überflieger, weißt du, ich mache so mega krass den Content und so. Hey, also ich hab gelesen, ne, du schneidest deine Videos gar nicht selber, aber... Das burnt. Ja, aber das muss ich mir nicht geben. Ja. Krass. Diese Kelly. Also es geht hier ab, die ersten richtigen Beefs und Zwists sind durch die verschiedenen Liebesstreitigkeiten im Camp jetzt doch langsam am Eskalieren. Gronkh macht ein Häschen. Wo ist Riso? Inventar. Warte mal, Gronkh hat gerade mit dem letzten Schlag die Skulptur kaputt gemacht, ehe sie irgendwas gemacht hatte. Ich sehe jetzt auch die Figur in seinem nicht. Inventar. Ach, in seinem Inventar. Oh. Gronkh. Da. Häschen. Oh. Ja, das ist ein schönes Häschen. Gronkh, hast du toll gemacht. Kannst du jetzt angucken. Guck dir das jetzt an. Kannst du ein bisschen ranzoomen, bitte? Oh, das war ich. Häschen. Mit diesem wundervollen Bild möchte ich auch ganz ehrlich sagen... Schicke ich euch jetzt zum Voting. Das ist ja auch nur unsere Resümee-Folge gewesen. Häschen! Ich hätte lieber ganz viele Häschen im Camp gehabt. Zum Glück ist Gronkh nicht Gott, weil sonst würden Häschen genau so aussehen. Tot. Leute, tot es geht und zerstört. Weiter am Montag. Ja. Wenn es ins große Finale übergeht, das wird spannend. In die Finalwoche. Ich freue mich sehr. Mal gucken, was wir da auch noch alles zu beitragen können. Nichts. Also ich sehe da schon ganz viele lustige potenzielle Möglichkeiten. Ich möchte bitte mit Riso knutschen. Machen wir. Bis zum nächsten Mal bei The Sims 4, das Bumselcamp, Dschungelcamp. Tschüss. Häschen. Häschen. Tothäschen. Ja, ist ein totes Häschen. Das hat echt traurig, Gronkh. Aber der ist halt ein Minecraft-Spieler, ne? Der weiß halt, wie man an Futter kommt. Ja, aber der hat einfach Hit gemacht. Ja, der wird den geköpft. Also der letzte Schlag war... Es war schon ein ganzes Häschen und dann hat er es einfach... Destructo. Nur halt ohne Magie. Es ist schön, dass du jetzt anfängst, lauter Harry Potter-Sprüche von dir zu geben. Ich sag nur Dinge auf Latein, die nicht stimmen.